herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer, Seminarleiter und Forscher in der vedischen Astrologie. In diesem circa 15 bis 20 minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Transitpositionen der Planeten für den jeweiligen Aszendenten. Das bedeutet, damit Sie das richtige Video auswählen, müssen Sie Ihren Aszendenten kennen und das geht nicht nach Ihrem Sonnen- oder Sternenzeichen, wie Sie das aus der westlichen Astrologie kennen. Denn in der vedischen Astrologie, die ich betreibe, ist der Aszendent viel wichtiger als wie das Sonnen- oder Sternenzeichen. Das bedeutet, wenn Sie auswählen, aha, ich schaue jetzt an, Monatsvideo März, dann geht es darum, Aszendent Widder oder Aszendent Krebs oder je nachdem, welcher Aszendent Ihr Aszendent sind. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann haben Sie unterhalb dieses Videos einen Link, wo Sie auf meine Schule für vedische Astrologie gelangen. Dort können Sie Ihre Daten eingeben und gratis einen Chart erstellen, ein vedisches Horoskop sich darstellen lassen und dort das erste Haus, jetzt auch mit deutschen Abkürzungen darin, zeigt dann an, was Ihr Aszendent ist und dann ist es ganz einfach für Sie, damit Sie wissen, welches dieser Videos Sie jetzt anschauen müssen, damit das für Sie passt. Dann, ja, etwas ganz Großes. Und zwar nach einem sehr guten Start in 2018 mit dem ersten Seminar für vedische Astrologie auf der Trauminsel Zypern finden nun in 2019 4 weitere Seminare statt, wie Sie dem Geheimnis Ihres Lebens anhand der vedischen Astrologie im Kreise von Gleichgesinnten, ja, näher kommen können. Dazu lade ich Sie ein und Sie haben dadurch eine traumhafte Situation, wie Sie ja im kleinen Kreis mit Sicherheit große Aha-Effekte über Ihr Leben, Ihre weitere Ausrichtung bekommen können. Auch dazu befindet sich ein Link unterhalb dieses Videos, um mehr über diese Inhalte dieser spirituellen Auszeiten mit vedischen Astrologie erfahren zu können. Und Sie erfahren dort natürlich auch die Termine. Achtung, für die Frühjahrsseminare ist der Anmeldeschluss, die ja schon im Ende März und Anfang April sind ja 2 Seminare, ist der Anmeldeschluss der 10. März 2019. Gut, damit können wir jetzt noch einen Punkt kurz ansprechen. Immer lieber gelesen, immer mehr nachgefragt sind die vedischen Astro-News. Und so möchte ich Sie einladen, falls noch nicht geschehen, dass Sie sich selbstverständlich gerne auch eintragen können, um diese einmal monatlich in der Regel gratis zu beziehen. Jetzt auch im neuen Outfit mit hochinteressanten Artikeln rund zur vedischen Astrologie, Weltgeschehen, Reinkarnation, Beleuchtung von Heiligen oder anderen großen Persönlichkeiten, Techniken, die Sie nicht kennen, die eben einzigartig sind in der vedischen Astrologie. Und so können Sie sich gerne auch hierzu eintragen und wird Ihnen diese vedischen Astro-News einmal monatlich gratis zugestellt per E-Mail. Ja, dann sind wir soweit. Dann können wir aber jetzt loslegen mit der Deutung der Sterne für Monat März 2019. So, dann wollen wir sehen, wie sich die Sterne darstellen für Sie als Aszendent Stier im Monat März 2019. Dazu sehen wir gleich hier die Sonne, die ja bis zum 20. März in den Fischen ist. Das ist ihr 11. Haus. Und auch der Merkur ist sogar den ganzen Monat in Haus 11. Somit werden Themen für Sie eine, ja,
wichtigere Rolle spielen, leichter zugänglich sein, die etwas mit dem 11. Haus zu tun haben. Das 11. Haus ist ein Haus, wo es um ihre Freunde geht, ja? Und gerade Sie als 18. Stier sind ja jemand, der oder die sehr gerne auch eben die Zeit mit den Freunden teilt. Und im erweiterten Sinn steht deshalb das Zeichen, das 11. Haus, auch für Vereine, ja. Sprich, der Verein, der Freundeskreis, das kann auch der Freundeskreis im Netzwerk von, was weiß ich, Facebook, Twitter und so weiter sein. Das sind Dinge, die im Monat März für Sie wichtiger werden. Oder Menschen aus diesen Kreisen, ja, Ihre Freunde, Ihr soziales Netzwerk, Ihre Bekannten und Freunde aus dem Verein, das wird für Sie wichtigeres Thema werden. Und Sie werden auch darin, ne, weil Sie haben den ganzen Monat den Merkur, auch in Haus 11, Sie werden in diesen eben genannten Beziehungen auch mehr, wenn Sie so wollen, Wertschätzung oder Liebe durch diese Menschen erfahren. Von daher eine recht gute Zeit, um mit Freunden oder Gleichgesinnten eben zusammen sein zu können. Gleichzeitig, das 11. Haus hat aber noch weitere Bedeutungen. Unabhängig der eben beschriebenen Menschen steht es auch für Beförderungen oder Einkommen. Das bedeutet, es ist nun leichter möglich, dass entweder Ihnen irgendwie ein Titel gegeben wird, ja, oder Sie irgendwie befördert werden oder eine Urkunde oder einen Abschluss erhalten, wo Sie in irgendeiner Form Anerkennung bekommen für die Anstrengungen, die Sie in der Vergangenheit für ein bestimmtes Ziel oder großes Projekt unternommen haben. Und dies kann ja auch sogar darin sich auszahlen, dass es eben mehr Geld gibt. Und so ist das eine gute Zeit eben dafür, dass Sie durchaus mit einer, in Anführungsstrichen, materiellen oder auch immateriellen Belohnung rechnen können. Das 11. Haus, könnte man sagen, steht auch für Lob und Anerkennung und solche Dinge. Gleichzeitig, das 11. Haus ist das Haus der größten Wünsche im Leben. Und mit Merkur und Sonne darin haben Sie eine gute Gelegenheit, dass Sie sich das mal bewusster machen, worin denn Ihr größter Wunsch im Leben besteht. Denn aus Sicht der vedischen Astrologie sind wir hierher gekommen, um unsere Wünsche, die wir noch in uns haben, die uns auch an eine Wiedergeburt auf der Erde binden, zu erleben oder vielleicht auch zu transformieren, weil wir gemerkt haben, ja, so toll ist der Wunsch vielleicht doch nicht, zu sagen, ne, vielleicht komme ich hier auf die Erde, weil ich den Wunsch hatte, oh, ich will unbedingt ein Pilot werden, ja, von mir aus. Und dann langsam, wenn die Realität mich einholt, so im fortgeschrittenen Jugendalter, merke ich, mein größter Wunsch, Pilot zu werden, ich weiß doch nicht, da kann man abstürzen, das ist stressig, ja, was weiß ich. Und dann sagt man, nee, ich will kein Pilot mehr werden. Muss jetzt nicht nur auf den Beruf bezogen sein, aber bitte verstehen Sie, wir verkörpern uns als Seele auf dieser Ebene um die Wünsche, die wir noch haben, hier auf der Erde zu erleben. Und es ist etwas Wichtiges, dass wir in dem Zeitpunkt, wann wir irgendwann mal von dieser Ebene abtreten, dass wir die Dinge, weswegen wir hierher kommen wollten, auch erlebt haben. Und da gibt es nichts lang aufzuschieben. Also wenn Sie auswandern wollen und es ein großer Wunsch ist in Ihrem Leben, ja, dann machen Sie sich auf in die Richtung, ja. Oder wenn Sie den Wunsch haben, meinetwegen, sich selbstständig zu machen oder ein Haus zu bauen oder was es auch immer ist. Ja, wichtig ist, dass man authentisch zu sich ist und wirklich überlegt, was man will und dies halt dann versucht, Schritt für Schritt umzusetzen. Und mit diesem Planeten in Haus 11 ist es auch eine gute Zeit dafür, in diese Richtung mal stärker zu reflektieren. Ob Sie entweder schon wissen, was Ihr größter Wunsch ist, und Sie sollten nicht zu viele haben, weil sonst verzetteln Sie sich, lieber einen großen.
Wenn nicht, dann, oder Sie kennen Ihren größten Wunsch schon, dann können Sie an der Realisierung Ihres größten Wunsches jetzt gut weiterwirken. Ja, dann schauen wir mal weiter. Die Venus ist die fast die ganze Zeit im Wassermann, in Ihrem 10. Haus, im Haus des Berufs. Das bedeutet, Sie haben eine schöne Zeit, eine harmonische Zeit am Arbeitsplatz, ja. Sie werden in Ihrer Tätigkeit als besonders charismatisch, diplomatisch wahrgenommen, ja, verstrahlen eine schöne Stimmung, ja, in der Firma und dies begünstigt auch Ihre, ja, positive Beurteilung, die Sie da ausstrahlen, oder dies begünstigt auch Ihre positive Beurteilung für die Leistungen, die Sie in der Arbeit vollbringen. Dann ist Mars fast den ganzen Monat ja im Stier in Ihrem ersten Haus. Und Mars, wenn Sie diese Kraft am besten für sich einsetzen wollen, dann wäre das jetzt auf einer inneren Ebene möglich, weil der Mars ist der Planet in der indischen Astrologie, der für die Entwicklung von Tugenden und Charakterstärke steht. Ne? Weil Mars steht ja für Kämpfen, für Willenskraft. Und wofür könnten Sie jetzt den Mars am besten einsetzen? Ja, für Haus 1. Das sind Sie selber mit Ihrer Persönlichkeit, ja? Oder auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Körper. Haus 1 eben. Und der größte Kampf, der ja gewonnen werden möchte in diesem Leben, ist der Kampf über sich selber. Ne? Sie kennen den Kampf über den inneren Schweinehund. Kennen Sie den? Und so ist März eine gute Zeit, jetzt mal mit dem inneren Schweinehund näher zusammenzurücken und mehr Charakterstärke, Profil, ja, und ja, Selbstbeherrschung, die Beherrschung des eigenen Selbst entwickeln zu können mit Mars in Haus 1. Ne? Denn Beispiel mal angenommen, Sie rauchen. Und Sie wissen aber, dass es ja besser wäre, das sein zu lassen, weil es ja doch eine Abhängigkeit darstellt. Und Süchte ist ja nichts Gutes. Dann wäre es gut. Und Sie sagen aber zu sich selber Ihnen schon, ja, eigentlich will ich nicht rauchen. Ich will nicht rauchen. Aber irgendjemand anders in Ihnen lässt es nicht zu, ne? Weil Sie es dann doch nur machen. Oder, meine, es gibt auch andere Abhängigkeiten. Man kann süchtig sein von nicht nur Rauchen. Nehmen wir nicht immer nur die Raucher. Das kann genauso jeden Tag die zwei Bier sein oder jeden Tag das Glas Wein oder jeden Tag meinetwegen das Surfen im Internet bis zum Umfallen oder Sexsucht. Es gibt ja viele Süchte. Und mit Mars in Haus 1 hätten Sie jetzt eben mehr Kraft und Willen und Motivation, über diese Schwächen sich zu erheben, weil sie besser werden darin, sich abzugrenzen, Nein zu bestimmten Dingen oder auch zu anderen zu sagen. Ja, man kann auch beziehungsabhängig sein. Und das wäre der Wert auf einer inneren Ebene. Auf einer äußeren Ebene, wenn Sie jüngere Geschwister haben, könnte sein, dass Sie mit diesen viel mehr Zeit verbringen in diesem Monat. Was Ihnen auch gut tut, ne? Mars will Bewegung und Sport, ja, und es passt ja auch gut zum anbrechenden Frühling im März. Nun schauen wir weiter. Jupiter ist den ganzen Monat im 8. Haus, aber nicht nur im Monat März, der wird ja noch bis Ende des Jahres in dieser Position verbleiben. Und dies drückt aus, dass Sie eine gute Zeit dafür hätten, ja, Sinn und Freude darin zu finden, sich mit, ja, gewissen Tabuthemen zu beschäftigen. Und es ist ja so, für Sie als Aszendent Stier ist es ja auch sehr wichtig, immer mehr den Skorpion zu integrieren in Ihrem Leben. Und der Skorpion ist das Zeichen, wo es um Themen geht, die man eher verdrängt in einer materiellen Gesellschaft, also die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Die Auseinandersetzung mit Esoterik, mit Mystik, mit Psychologie, mit der Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen, ja. Und
jetzt sitzt dieser Jupiter im achten Haus, was eine starke Verbindung hat mit Skorpionthemen. Und so lautet eben mein Rat, was Sie ja damit auch schon tun, indem Sie dieses Video anschauen, dass Sie da weitermachen damit, ja. Und hier kann man ja nur mal einen Einstieg machen, denn Selbsterforschung ist letztlich das Thema der Themen, um überhaupt zu einem, ja, glücklichen Leben gelangen zu können. Und mit Jupiter in Haus 8, ja, haben Sie hier eine super Voraussetzung, Sinn, Freude und Erfüllung darin zu finden, sich mal mit den eigenen Schwächen, aber anhand der Psychologie oder auch der Astrologie, wird es ja auch eine esoterische Disziplin, deswegen wird es ja auch dem 8. Haus zugerechnet, mehr in der Tiefe zu beschäftigen. Jupiter in Haus 8 kann etwas anzeigen, wo es ein bisschen Knatsch gibt mit Kindern, die sie haben, ja, Stress mit Kindern, Blockaden mit Kindern oder ihre eigenen Kinder haben eine etwas schwierigere Zeit, beziehungsweise deren Leben dreht sich momentan etwas im größeren Stil, muss aber jetzt nicht im März passieren, es ist generell die Zeitqualität, die wir eben mit Jupiter in Haus 8 haben bei Aszendent Stier. Dann haben wir ja noch den Saturn. Und dieser steht nach wie vor im 9. Haus zusammen mit Ketu und Rahu, der nördliche Mondknoten, ist im 3. Haus. Auch diese ganzen Planeten sind nicht nur im Monat März in dieser Position, sondern bleiben länger in diesem Zeichen. Und das bedeutet, dass sie ja wirklich Tiefe entwickeln wollen in ihrer Sinnfindung im Leben. Schauen Sie, das 9. Haus steht für die Lebensfreude oder für den Sinn des eigenen Lebens oder für die Berufung oder für den Glauben. Alles wichtige Dinge. Das 9. Haus ist das größte Glückshaus, okay? Darin haben wir momentan Saturn. Und das drückt aus, dass sie spüren, irgendwas fehlt. Ja, also ich habe meine Antworten aufs Leben noch nicht so gefunden. Was ist denn hier eigentlich los? Wo bin ich hier überhaupt? Ja, da gibt es noch viele Fragen. Und so kommen sie da nicht so richtig weiter oder spüren, dass es da eben noch vieles zu klären gibt, weil sie noch merken, sie brauchen, es fehlt noch was zum richtigen Glück. Ja. Es wird auch angezeigt hier mit Ketu in Haus 9. Und um hier weiterzukommen, verlangt nun Rahu in Haus 3, dass sie mehr in den Suchmodus gehen, ja, ins Ausprobieren und Studieren. Und das 3. Haus ist, wenn Sie so wollen, jetzt, das ist die Lösungsachse. Ne? Hier haben wir das Problem, das Symptom und der nördliche Mondknoten Rahu zeigt nun an, wie sie tätig werden sollen, um angesagte Thematiken lösen zu können. Und das 3. Haus steht für Ausprobieren, für Suchen. Ja, das kann ich jetzt, Sie kennen vielleicht den Satz, ne? In der christlichen Lehre heißt es, wer suche, der wird finden oder klopft an und euch wird aufgetan. Ja, oder so ähnlich heißt es. Ja? Ich bin ja nicht so gut im Bibelwissen. Und um die Antworten zu bekommen, die Ihnen helfen, Ihren Glauben zu vertiefen, mehr Sinn finden zum Leben, mehr Erfüllung und Glück im Leben zu erfahren, geht es darum, auch zu suchen. Ja? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das 3. Haus ist auch das Haus des Willens. Naja, und wie man eben mit dem Suchen anfängt und wo man suchen kann und wie man hier vorwärts kommt und wie man Dinge in eine praktische Umsetzung bringt, um hier vorwärts zu kommen, das ist ein eigenes Thema. Aber stöbern Sie mal auch in meinem Kanal weiter, da ist ja eine neue Serie auch drin, Talk mit Sinn, ja, und beim 9. Haus geht es um Sinn, die verrät Ihnen auch hier viel darüber, wie Sie hier praktisch weiterkommen können. Ja, das war's für Sie, Aszendent Stier, der Monat März 2019. Ja, zum Schluss nur noch mal kurz die Erinnerung, falls Sie noch nicht an Bord sind, die vedischen Astro-News in der Regel einmal monatlich zu erhalten
Unterhalb dieses Videos finden Sie den Link, wo Sie sich gratis registrieren können, um an diesen so wertvollen und hochbrisanten Informationen künftig auch teilhaben zu können. Und selbstverständlich nochmals die Erinnerung, hier herzukommen, wo die Götter Urlaub machen, zu einem fantastischen Seminar Ende März, beziehungsweise das zweite ist ja dann im April. Und so würde ich mich sehr freuen, Sie hier auf dieser Trauminsel zu diesem besonderen Thema der vedischen Astrologie in Verbindung mit spiritueller Auszeit begrüßen zu dürfen. Aber auch wenn es noch nicht klappt, wünsche ich Ihnen so oder so hier von hier aus bereits trotzdem natürlich auch, egal wo Sie sind, einen fantastischen März. Und ich freue mich schon wieder auf Ende März, wenn wir dann wieder die planetare Großwetterlage für Monat April 2019 beleuchten. Bis dorthin alles Gute und vielen Dank.